Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ich bin nicht alleine, ein bekanntes Gesicht ist neben mir. Ich grüße dich, Christian. Servus. Christian, du bist der Mann in der Materie, wenn es um Wärmepumpen geht. Ja. Und darum soll es heute auch gehen. Wir wollen heute einfach mal den technischen Grundriss, das technische Verständnis für eine Wärmepumpe euch näher bringen. Ja, das war's eigentlich schon. Nach dem Intro geht's los. So, Christian, du hast ja hier zwei Wärmepumpen sogar stehen, habe ich gesehen. Eine hier und eine hier drüben. Wir hatten in dem anderen Video schon erklärt, was die von der Leistungskapazität haben, Richtig, richtig? genau. Wie sieht das eigentlich hier aus? Kannst du mal grundlegend was zur Wärmepumpe sagen? Technischer Aufbau, wie funktioniert, ist das ein Kühlschrank oder wie auch immer? Genau, also wie gesagt, wir haben hier zwei Wärmepumpen für einen Abnehmer, für ein Heizungssystem. Das bedeutet, wir fahren als Kaskade. Das hatte ich ja in dem ersten Video schon erklärt. Das war nur ein kurzer Anriss. Wir machen das mal anhand von dieser Wärmepumpe. Ja. Also eine Wärmepumpe ist quasi wie ein Kühlschrank, Ja. nur andersherum. Das bedeutet, es ist eine Kälteanlage, bestehend aus vier Hauptkomponenten. Das Ja. ist einmal, wie wir hier sehen, der Verdampfer. Hm. Bedeutet, der Verdampfer in diesem Fall entzieht der Umgebung, der Außenluft, die Wärmeenergie und tut sie dann hier drin im Verdampfer verdampfen. Ja. Es geht dann weiter intern, geht's weiter zum einem Verdichter. Der Verdichter tut das Kältemittelgas, was in diesem Kältesystem drin ist, auf eine hohe Temperatur und einen hohen Druck verdichten. Und dann geht's weiter in den Kondensator. Der Kondensator ist in dem Wärmepumpenfall ist das quasi das Heizsystem, die Heizungsverteilung. Das bedeutet, ich gebe da diese hohe Wärmeenergie, die ich quasi aus der Außenluft dank des Verdampfers entzogen habe, gebe ich im Kondensator ab und dann ist dann dementsprechend weiter an das Heizungssystem. Und die vierte Komponente ist dann quasi das Drosselorgan. Das hat damit zu tun, dass eine gewisse Menge nur Kältemittel in den Verdampfer rein darf, damit der dementsprechend auch die Möglichkeit hat, alles zu verdampfen. Das Beim Thema Kältemittel muss ich kurz aufstoßen, ja. weil da gibt es ja auch verbotene Kältemittel mittlerweile, oder? Richtig, richtig. Ja, aber Also, die normalen Wärmepumpen, die wir so kaufen können am Markt, die haben alle schon dieses genau, gesundheitsfreie, oder? genau, richtig. Also es ist so, wo ich angefangen habe, das war 96 mit meiner Ausbildung zum Kälteanlagenbauer, da gab es noch R12. Das war ein sehr giftiges Kältemittel und auch sehr umweltschädigend. Ja. Das hat sich in den letzten tatsächlich 6, 27 Jahren absolut verbessert, gell? Es gibt Okay. mittlerweile CO2-freie Kältemittel. Auch die Kältemittel, die, sag ich mal, in solchen Anlagen drin ist, oder das Kältemittel, was in den Anlagen drin ist, die sind vorgegeben. Ja, auch auf Kälteanlagen gibt es natürlich auch geförderte Kältemittel. Das sind hochenergetische, aber auch sehr freie oder saubere Kältemittel. Okay, also da brauchen wir sich keine Da Sorgen muss man machen. sich keine Gedanken machen. Okay, verstehe. So, dumme Frage, was sind das für Rohre hier an Das der Seite? sind die Wasserrohre. Das sind die Wasserrohre, die erwärmt Genau, wurden. richtig, richtig. Ah, deswegen sind die auch so stark isoliert. Genau. Okay, verstehe. Das sind die Vor- und Rücklauf vom Heizkreissystem. Genau. Okay, und wollen wir uns mal angucken, wie das dann innen aussieht? Wir gehen mal rein, genau. So, Christian, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wir sind im Heizungsraum, im Technikraum. Ja. Hier tut die Wärmepumpe vorerst das warme Wasser hinliefern. Okay. Bedeutet, wir haben hier zwei Pufferspeicher für das Gebäude. Ja. Also so diese Wärmepumpe tut das warme Wasser immer erstmal an den Pufferspeicher oder in den Pufferspeicher bringen. Ja. Und aus dem Pufferspeicher wird dann natürlich an das Gebäude, an die Heizkörper verteilt. Den Sinn, wenn ich keine Pufferspeicher drin habe, kann man aber auch, wenn man zu Hause eine Flächenheizung hat, braucht man beispielsweise die Pufferspeicher nicht. Aber den Hintergrund, wenn Wärmebedarf ist bei den Heizkörpern, entnehmen die Heizkörper diesen Pufferspeicher das Ja. warme Wasser. Wenn man Ja. das nicht so machen würde, Ja. würde die Wärmepumpe takten. Also die würde bei Bedarf angehen, der Bedarf direkt wieder ausgehen, dann wieder angehen und das ist nicht gut für die Wärmepumpentechnik, da würde die Wärmepumpe sehr schnell verschleißen. Deswegen arbeitet man hier mit sogenannten Pufferspeichern. Die Wärmepumpe belädt erstmal warmes Wasser mit warmem Wasser, Heizungswasser, diese Pufferspeicher und aus denen kommt dann das warme Wasser zu den Heizkörpern, Und genau. hier hatten, wie viele Liter hatten wir hier Puffer? Hier haben wir ungefähr jeweils 300 Liter. Und privat, wie viel bräuchte ich da? Bräuchte ich auch so ein Ding Nee, unten? um gar keinen Fall, um gar keinen Nicht? Fall. Privat hat man so 20, 25, 30 Liter. Das ist ja ein kleiner, das ist ja so Das einer ist hier eher fast, so ein ne? kleinerer, ja. Ein Ja, bisschen siehst du. größer, können auch mal 50 Liter sein, je nach Gebäudegröße.
Also das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwo Riesenmengen an Wasser braucht. Ja? Okay, verstehe. Große, sag ich mal, Pufferspeicher. Ja? Das heißt, für Privathäuser, wenn wir da nochmal bleiben, da hat man draußen diesen riesen Kasten im Prinzip stehen. Genau. Privat ist da vielleicht dann halb so groß wie hier draußen. Genau. Und ihr habt dann irgendwo hier so einen kleinen Tank nochmal stehen. Ein bisschen größer, wird dann so ein bisschen die Höhe haben auch. Und ungefähr so vom Durchmesser, gell? Ja, okay. Also ist jetzt nicht ein Riesengerät, gell? Das passt in jeden Raum, gell? Okay, verstehe. Genau, wenn du hier nochmal schaust, ist die Heizungsverteilung. Ja. Hier sieht man, hier natürlich bei so einem Gebäude, bei der Größe, wird natürlich mit mehreren Heizkreisen gearbeitet. Privat ja auch, hat man ja auch mehrere Heizkreise. Ja. Hier hat man natürlich nochmal deutlich mehr Heizkreise, sieht man hier beispielsweise Heizkreis 2, der Rücklauf. Mhm. Hier ist der Vorlauf, das ist Freizeitverwaltungsgebäude, ne? Ja. Und dann sieht man, hier gehen dann die 40 Grad zu sogar. Wenn man hier mal schaut, hier kann man das ganz gut entnehmen. Ja. Hier haben wir eine Vorlauftemperatur von, sag ich mal, das sind 38, 39 Grad. Hä? Und das ist natürlich optimal für eine Wärmepumpe. Deswegen haben wir auch hier, weil die Heizkörper dementsprechend nicht so hohe Vorlauftemperaturen benötigen, haben wir hier natürlich optimale Verhältnisse für eine Wärmepumpe. Ja, ja, verstehe. Ja. Das heißt, die Rohre hier gehen irgendwie auch hier ran? Gehen auch hier rein, teilweise, ja genau. Aha, okay. Das ganze System, das sind alles die Rohre für die Heizung. Okay, verstehe. Genau. Ja. Das heißt, zusammenfassend haben wir im Prinzip mehrere Baugruppen, die ineinander arbeiten, richtig? Richtig, genau. Genau. Das ist einmal draußen dann der Kasten, die Wärmepumpe an sich. Dann haben wir Verteilung, auch privat, mit Speicher. Mit Pufferspeicher? Richtig, genau. Und dann im Prinzip oben dann die Heizung bzw. Fußbodenheizung etc. Genau. Ich würde einen kleinen Tipp würde ich euch mitgeben. Mhm. Die Heizung macht ja auch, das sehen wir in dem Fall. Das ist ein Trinkwarmwasserspeicher für warmes Wasser. Das macht ja die Heizung auch im Privaten mit. Ja? Also ich habe es bei mir privat so gemacht, ich habe die Heizsystem von dem Trinkwarmwassersystem abgekoppelt, weil einfach im Sommer brauche ich ja keine Heizung, ja. Aber die Heizung würde ja immer laufen, nur um mein bisschen trinkwarm Wasser, was ich benötige, dementsprechend zu laden. Deswegen zu Hause umgestellt, nicht mehr vom Heizungssystem wird das trinkwarm Wasser miterwärmt, sondern aufs Durchlauferhitzer. Kann ich nur empfehlen. Durchlauferhitzer? Durchlauferhitzer an den Waschbecken. Ach, das sind kleine elektrische, die machen es halt warm. Okay. Genau, die machen das trinkwarm Wasser, Duschwasser, das Wasser aus dem Wasserhähnen macht warm. Ne? Das heißt aber, ich habe auch einen erhöhten Stromverbrauch, weil Durchlauferhitzer, die ziehen doch ordentlich, oder? Die ziehen schon. Ich habe natürlich ein bisschen mehr Strom, ist ganz klar. Nur man muss sich eins überlegen, das sind ja, wenn mein Heizsystem mit meinem Trinkwarmwassersystem gekoppelt ist, ne? Mhm. müsst ihr natürlich auch gucken, ja, Legionellen, es gibt Keime, gell? Die Rohrleitung, die Wasserleitung müssen immer durchgespült werden. Und da muss das Heizsystem extrem hoch. Gerade Heizwerken, um Keime zu töten. Ja. Und nur wegen so ein paar Wasserleitungen würde dein Heizkörper oder deine Heizung, ja, würde die Heizung nur wegen ein bisschen warmem Wasser, würde sie einen halben Sommer durchlaufen. Ja. Mhm. Also klar habe ich einen bisschen erhöhten Energieaufwand, Strom natürlich durch Durchlauferhitzer, aber ich reduziere natürlich auch meinen Heizungsbedarf, ja, also quasi mein Energieaufwand für die Heizung. Okay, verstehe. Genau. Christian, dann vielen Dank für deine Info. Wieder sehr interessant. Ich teile das einfach. Und ich lerne jetzt schon allein in diesem Tag, wo ich mit dir das filme, so viel dazu, das ist Wahnsinn. Von daher schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, die ich Christian stellen soll. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Macht's gut. Ciao.